Herr Christ, herzlich willkommen zum Interview beim Teddy Award. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Gleich zum Einstieg meine erste Frage. Die Mehrheit der deutschen Gesellschaft hat in den letzten Wochen und Monaten demonstriert, dass sie sich ein weltoffenes und tolerantes Zusammenleben wünscht. Gleichzeitig wurde auch immer wieder die Frage aufgeworfen, wie wir mit Personen umgehen, die genau dies nicht wollen. Menschen, die sich aufgrund von Furcht, Unwissen oder im schlimmsten Fall auch Hass gegen eine offene Gesellschaft stellen. Ganz allgemein meine Frage, wie sollte nun diese Gesellschaft mit derartigen Formen von Ablehnung, Diskriminierung, Intoleranz und auch Homophobie umgehen? Also in erster Linie ist es ja eine Frage der Aufklärung. Wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, die Bundesrepublik Deutschland, 75% der Menschen leben auf dem Land, 25% leben in den städtischen Metropolregionen. Sicherlich ist es so, dass es einen Unterschied gibt zwischen Metropolregionen und landwirtschaftlicher und ländlicher Bevölkerung. Und es ist natürlich ein großes Aufklärungsthema, dass teilweise das Thema Transparenz des Zusammenlebens, auch kulturelle Unterschiede, damit meine ich nicht nur geschlechtliche Orientierung, vor allem auch religiöse Unterschiede oder auch Hautfarbe oder auch Herkunft, in vielen Bereichen eine Rolle spielt. Dazu kommt, dass natürlich die Menschen unterschiedliche Ängste auch haben, was Andersdenkende möglicherweise für sie an Gefahr zum Ausdruck bringen. Wir haben ja gerade die große Demonstrationswelle erlebt mit Pegida in Leipzig, wo wir auch feststellen, dass es wohl ein großes Podium für solche Versammlungen von verschiedenen Ängsten, aber auch von verschiedenen Interessen, die an diesen Demonstrationen teilnehmen, gibt. Und es gibt da nur eine Antwort drauf, maximale Aufklärung. Man muss das ernst nehmen, das ganze Thema. Man darf auch nicht vergessen, dass das nicht nur Menschen sind, die irgendeiner politischen Richtung nachlaufen, sondern dass es auch Menschen sind, die wirklich aufgrund ihrer Erfahrungen oder vielleicht auch Nichterfahrungen, aufgrund von Stammtischparolen, aufgrund von Hören und vielen anderen Dingen, die ihnen zugetragen werden, glauben, sich versammeln zu müssen. Und es gibt da nur ein Thema, ernst nehmen, sich im Dialog stellen und aufklären. Sie haben jetzt schon das Thema Aufklärung und Bildung angesprochen. Da stellt sich für mich auch die Frage, inwiefern ist es dabei Aufgabe jedes Einzelnen, diese Leistung zu vollbringen, aufzuklären? Und inwiefern ist es Aufgabe des Staates, dort einzugreifen? Also ich bin ja kein Freund davon, immer nach dem Staat zu rufen, weil am Ende des Tages ist in einem gesellschaftlichen Zusammenleben jedes Individuum natürlich selbst gefordert, Vorbild zu sein, Beispiel zu geben, sich zu engagieren, einzubringen. Der Staat am Ende des Tages sind wir ja alle, nämlich die Versammlung der Individuum als solches. Und der Staat kann das nur moderieren und begleiten, aber Zivilcourage und sich für Menschenrechte, für Aufklärung, für Vorbildsein einzusetzen, da ist auch jeder selbst gefordert. Und der Staat, wie schon gesagt, ist da in der Rolle, vielleicht einer moderierenden Rolle, einer aufklärenden Rolle. Aber der Staat als solches kann nur das leisten, was die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger des Staates auch bereit sind, an persönlichem Einsatz zu tun. Sie haben von dem persönlichen Einsatz der Bürger und Bürgerinnen gesprochen. Nun ist es ja oft so, dass Leute, die nicht betroffen sind von Intoleranz und Ablehnung, schnell auch sagen, was habe ich damit zu tun? Was geht mich das Ganze an? Warum geht es jeden etwas an, beziehungsweise warum sollte es jeden etwas angehen? Ja, das Gemeinwohl und gesellschaftspolitische Zusammenleben funktioniert eben nur, wenn Menschen sich engagieren. Das ist ja nicht nur bei politischen Meinungsprozessen der Fall, das ist auch im sozialen Umfeld der Fall. Das Sozialwesen funktioniert nur durch Engagement. Das kirchliche Wesen funktioniert nur durch persönlichen Einsatz und Engagement. Initiativen in Gruppen, Vereinen, Initiativen funktioniert nur und kann aufrechterhalten werden durch persönliches Engagement. Und das gesellschaftliche Zusammenleben hängt nämlich hauptsächlich damit zusammen, dass Menschen sich einbringen und sich engagieren. Und in dem Fall, auch da wieder, ist jeder Einzelne gefordert, sich einfach in seinem Maße einzubringen. Und am Ende haben wir alle damit zu tun, weil wir alle in einem Umfeld leben wollen, nicht der Gewalt und der Intoleranz. Wir wollen in einem weltoffenen Land leben, wo Toleranz wirklich großgeschrieben wird. Wir wollen in einem Land leben, das sicher ist, in einem Land leben, was für alle Menschen unterschiedlicher Gruppen auch eine Heimat bietet und auch willkommen heißt, und in einem Land leben, wo man seine eigenen Interessen so umsetzen kann und damit erfolgreich werden kann, in der Lebensform leben kann, in der wir auch alle leben wollen. Behandle jeden anderen so oder jeder andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Das ist vielleicht mal so ein relativ einfacher Satz, aber der gibt sehr vieles wieder. Und um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, da ist gerade dieses Zusammenleben und die Initiative jedes Einzelnen wichtig. Es geht
um jeden Einzelnen, der sich hier einbringt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, driftet die Gesellschaft auseinander, verfällt in Gruppen und Initiativen. Und am Ende des Tages werden auch andere staatliche, politische Interessen auch nicht mehr vertretbar sein. Dann wird der Egoismus gewinnen und das Miteinander und das Füreinander wird auf der Strecke bleiben. Und so weit darf es niemals kommen. Ablehnung in sehr verschiedenen Ausprägungen erfahren auch immer wieder homo-, bi-, trans- und intersexuelle Menschen, auch in Deutschland. Wie sollte sowohl der Einzelne als auch die Gesellschaft als Ganzes mit dieser bestimmten Form von körperlicher und verbaler Gewalt umgehen? Also erstmal haben wir ja schon viel erreicht die letzten Jahre in Deutschland. Ich bin jetzt 43. Wenn ich mal so die letzten 20 Jahre zurückblicke, sind wir ja ein ganzes Stück weitergekommen, bei Weitem noch nicht da, wo wir hinkommen müssen. Und es fängt das Thema Aufklärung schon an der Schule an. Als ich in der Schule zur Schule gegangen bin, war im Sexualunterricht zum Beispiel das Thema andere geschlechtliche Orientierung gar kein Thema. Ja, es wurde das klassische Rollenverhältnis Frau-Mann, Mann-Frau im Grunde genommen im Unterricht unterrichtet. Und andere Lebensformen fanden nicht statt. Ich glaube, es fängt schon sehr früh an bei Jugendlichen, dass man auch deutlich macht, dass es andere Formen des Zusammenlebens gibt und dass es eben auch andere Bilder von Familie und von Partnerschaft gibt. Und das geht über alle anderen Initiativen auch. Es gehört auch dazu, dass die Kirchen zunehmend anerkennen, dass es eben eine große Zahl von Christen gibt, unabhängig ob katholische oder auch evangelische Christen, die am Ende des Tages in einer Lebensgemeinschaft leben, die vielleicht nicht immer so mit der alten kirchlichen Tradition konform geht. Die Gesellschaft verändert sich, wir haben eine andere Zeit und ich habe die Hoffnung, dass wir auch, wenn wir diese Dynamik der letzten Jahre, auch die nächsten Jahre weiter fortsetzen, dass wir irgendwann darüber gar nicht mehr sprechen müssen, weil es zum Selbstverständlichkeit geworden ist, dass jeder Mensch, der sich einsetzt und der sein Leben gestaltet und sich an Recht und Gesetz hält, das ist immer die Grundlage und auch eine gewisse Wertedefinition natürlich hält, wie wir in unserem Land zusammenleben wollen, dass, wenn wir das mal erreicht haben und Hautfarbe, Religion, Herkunft, sexuelle Orientierung keine Rolle mehr spielt, dann sind wir da, wo wir hinkommen müssen, nämlich in einem toleranten Land. Und ich sage das mal aus einer wirtschaftlichen Brille heraus. Ein Land, was eine Willkommensstruktur hat und tolerant ist, hat auch vielen Menschen, die in diesem Land Wertschöpfung betreiben wollen, die in diesem Land kommen wollen, als Studenten, Studentinnen, in diesem Land arbeiten wollen, in diesem Land leben wollen, in diesem Land auch an der Wertschöpfung teilhaben wollen und auch sich für die Wertschöpfung engagieren wollen. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und Sie werden sehen, dass Länder, die diese Kultur für sich beherzigen, sich deutlich besser die nächsten Jahre entwickeln werden als Länder, die sich verschließen und die Menschen ausgrenzen und vielleicht sogar mit Gewalt und auch mit Druck oder vielleicht auch gesetzlicher Transaktion versuchen, aus dem Land hinauszudrängen oder zu verfolgen vielleicht sogar. Um nochmal darauf zurückzukommen, dass in Deutschland bereits viel erreicht wurde, dass sich auch schon zu Ihrer Lebzeit einiges verändert hat. Es scheint mir mal so, dass der gegenwärtige Zustand einer Gesellschaft selbstverständlich erscheint. Der Weg dahin zu diesem Zustand ist allerdings nicht ist, wenn Sachen verändert werden sollen. Was haben wir in Deutschland denn konkret bezüglich der Akzeptanz und Toleranz von homo-, bi-, trans- und intersexuellen Menschen erreicht? Wo steht Deutschland und wo sollte Deutschland noch hinkommen? Es gibt ja auch viele Initiativen in der Richtung. Nehmen wir einfach mal den Teddy Award dieses Jahr zum 29. Mal. Das ist ja schon mal ein wichtiger Beitrag, der auch nicht zu unterschätzen ist, weil es ein prämierter Filmpreis ist im Rahmen der Berlinale, wo im Grunde genommen weltweit Filme prämiert werden vor einem großen Publikum, einer hochqualifizierten Jury und auch dafür führt, dass das Thema weltweit und speziell auch in Deutschland, auch mit der Gala jetzt am kommenden Freitag auch ins Bewusstsein der Menschen gerufen werden. Das ist eine Maßnahme. Es gibt Initiativen, in der ich mich auch selbst engagiere, weil mir das Thema sehr am Herzen liegt, wie zum Beispiel der Förderverein der Magnus Hirschfeld Stiftung, der sich sehr stark für die Interessen von Minderheiten und gerade anderer sexueller Orientierung auch einsetzt und dort nicht nur finanziell, sondern auch mit Projekten und Initiativen Aufklärung betreibt und auch hilft, das Thema weiterhin zu transportieren. Es gibt Initiativen rund um das Thema HIV, ein Thema, was ja auch nicht in Vergessenheit geraten darf, trotz des medizinischen Fortschrittes, wie zum Beispiel die Operngala, die festliche Operngala von der Deutschen AIDS-Stiftung,
die auch ein besonderes Engagement von mir ist. Als Kurator bin ich da engagiert, die auch jedes Jahr auf das wichtige Thema auch HIV aufmerksam macht und auch zeigt, dass man keine Angst vor der Krankheit haben soll, sondern Menschen, die mutig sind, sich auch dazu stehen und auch wir helfen müssen und immer wieder aufklären müssen, dass die Krankheit bei Weitem noch nicht heilbar ist am Ende des Tages, sondern der medizinische Fortschritt eben nur hilft, diese Krankheit besser zu ertragen und ein würdevolles Leben zu führen, aber am Ende des Tages eben nach wie vor natürlich ein gesundheitliches Handicap ist, so will ich es einfach mal bezeichnen. Aber es führt auch dazu, dass durch diese Aufklärung die Menschen auch die Angst verlieren im Umgang miteinander. Und ich glaube, da gibt es zahlreiche Initiativen, entweder von staatlicher Seite aus oder auch Stiftungen, auch private Initiativen. Es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile das Thema Diversity auch in ihrem Leitbild und in, zum Teil ihrer täglichen Arbeit im Unternehmen gemacht haben. Da ist sehr, sehr viel passiert. Aber ich darf Ihnen auch sagen, es gibt nach wie vor Ressentiments, es gibt nach wie vor Angriffe, es gibt nach wie vor Diskriminierung, es gibt nach wie vor Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens, wo sexuelle Orientierung vielleicht auch zum Nachteil werden kann. Warum gibt es nach wie vor keine Führungskräfte aus dem Top-Management in Deutschland oder nahezu keine Führungskräfte, die sich geoutet haben? Wieso gibt es aus dem Spitzensport nur ganz wenige Ausnahmen, die sich bisher geoutet haben, obwohl wir alle wissen, dass es viel mehr Menschen gibt, die möglicherweise eine offene Lebensform auch leben? Was hält diese Menschen ab, warum sie nicht den Mut haben, sich zu äußern? Nämlich die Angst vor Gewalt, vor Diskriminierung und Ressentiments am Ende des Tages. Sie haben nun bereits die Top-Manager erwähnt. Im vergangenen Jahr hat sich Tim Cook, der Chef von Apple, öffentlich geoutet. Damit hat er auch ein großes Medienecho unter anderem in Deutschland ausgelöst. Inwiefern tragen nun Unternehmen beispielsweise durch Diversity und durch eine aktive Firmenpolitik und inwiefern tragen Manager aufgrund ihres öffentlichen Auftretens zu einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft bei? Also ich habe das Outing von Tim Cook sehr begrüßt, weil jedes Outing eines so bekannten und bedeutenden, weltweit anerkannten Managers hilft natürlich, das Thema auch weltweit die Aufmerksamkeit zu geben, die es verdient. Das war ein mutiger Schritt, konsequenter Schritt und das Medienecho war ja auch sehr positiv und das macht eigentlich auch Mut und zeigt, dass so etwas auch positiv aufgenommen wird. Was das Thema Aufklärung angeht, bin ich für eine ehrliche Aufklärung. Es gibt auch Unternehmen, die haben das Thema Diversity zwar im Leitbild stehen, aber die leben es am Ende des Tages nicht. Und Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, die spüren auch nach wie vor Ressentiments im Unternehmen. Ich habe das Glück, für ein Unternehmen zu arbeiten, wo das nicht der Fall ist. Ich kenne aber auch andere Unternehmen, wo das teilweise noch anders ist. Und es ist immer die Gratwanderung zu entscheiden, welche Form der Offenheit ich selbst für mich definiere. Da kann man auch niemandem etwas dazu raten oder empfehlen. Das muss jeder für sich entscheiden. Und es ist nach wie vor so, dass viele Menschen es als Karrierebremse empfinden. Und dort sind Unternehmen gefordert. Ich bin ohnehin der Meinung, dass Unternehmen in vielen gesellschaftlichen Aufgaben viel mehr Verantwortung zeigen müssen. Wir haben tolle Unternehmen, die vieles tun. Wir haben auch sehr vermögende Familienunternehmer, die sich sehr engagieren. Aber da könnte viel mehr gemacht werden. Und ich sage mal, man fängt auch damit an, indem man es selbst einmal in seinem eigenen Umfeld lebt. Das ist immer dieses Engagement des Individuums als solches, was auch wichtig ist. Und das bringt dann auch viele Menschen und motiviert viele Menschen zum Nachahmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir die nächsten Jahre noch einige dieser Outings erleben, bis es irgendwann gar keine Pressezeile mehr gibt, wenn sich ein Mensch outet. Weil solange nach einem Outing es noch Pressezeilen gibt, haben wir noch viel zu tun. Wenn es irgendwann zur Selbstverständlichkeit wird, dass im Grunde man das gar nicht mehr kommentieren muss und es auch nicht mehr kommentiert wird, dann haben wir es geschafft. Wir haben jetzt schon eine Weile über Deutschland gesprochen, über die Situation in Deutschland. Wenn wir ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, ein bisschen über die Grenzen Europas hinaus, beispielsweise nach Afrika, Länder wie Uganda, wie können wir daran arbeiten, dass nicht nur in Deutschland und Europa freie und tolerante Gesellschaften entstehen, sich formen, sondern auch in anderen Teilen der Welt der Hass gegen queere Menschen nicht mehr stattfindet? Also das ist natürlich ein Langfristziel, was auch nicht einfach ist. Wir haben gerade in Afrika viele Länder, wo mittlerweile das Thema Homosexualität und Anderssein ja bis hin mit der Todesstrafe bestraft wird. Das ist eine schreckliche Entwicklung, die absolut
nicht akzeptabel ist. Wir haben auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland, mittlerweile eine Entwicklung, wo es ja große Ressentiments gibt und auch Haftstrafen ausgerufen werden für Menschen, die eben der Meinung sind, ihre geschlechtliche Orientierung anders zu leben, als das vielleicht eine gerade mal regierende Diktatur sich vorstellt. In diesen Ländern haben wir natürlich ein Problem. Wir haben dort keine demokratische Staatsform, wie wir die kennen. Dort wird eben, was gut ist und richtig ist oder falsch ist, möglicherweise von einer kleinen Clique von Machthabern festgelegt. In Afrika kommt natürlich dazu, und ich lebe ja zeitweise auch in Afrika, bin ja da auch in Kapstadt und Südafrika, die HIV-Quote ist natürlich sehr, sehr groß. Und es führt natürlich in den Ländern dazu, dass auch dieser Druck und die HIV-Quote natürlich diesen Regierungen vermeintlich Recht gibt, indem sie ihre Menschen, ihre Bevölkerung auch falsch informieren. Was können wir dagegen tun? Bildung und Aufklärung, Transparenz, das ist wichtig. Wir müssen immer wieder aufklären und Transparenz zeigen, und wir müssen vor allem die Menschen in diesen Ländern bilden und weiterbilden. Es ist für mich zum Beispiel ein unerträgliches Signal, dass so viele Kinder in diesen Ländern keine Schule besuchen, keine schulische Infrastruktur vorherrscht. Also im Grunde genommen die Menschen an einem Bildungswesen nicht teilnehmen können, und Menschen, die einfach an einem Bildungswesen nicht teilnehmen, die nicht aufgeklärt werden, die neigen dazu, natürlich die Ressentiments, die sie vorgegeben bekommen, auch anzunehmen. Die neigen auch dafür, vielleicht nicht offen zu denken, die neigen vielleicht auch dafür, nicht auch mal quer zu denken, und die neigen natürlich auch nicht, irgendwann mal demokratische Prozesse einzufordern, weil das Bildungswesen und das Wissen nicht vorhanden ist, um auch zu wissen, wie es in anderen Ländern eben in einem gesellschaftlichen Miteinander auch besser oder anders laufen kann. Und unser Ziel muss es sein, in diesen Ländern mit Aufklärung und mit Bildung voranzugehen. Ich habe eine ganz klare politische Forderung: Es sollte möglich sein für die starken Industrienationen, dass jedes Kind auf dieser Welt einen Schulplatz zum Beispiel bekommt und dass jedes Kind auf dieser Welt aufgeklärt und ausgebildet wird. Wenn wir das irgendwann schaffen, bekommen wir mehr Stabilität, wir bekommen mehr Sicherheit, mit Sicherheit auch mehr Toleranz und am Ende des Tages vielleicht auch politische Systeme, die eher nach vorne gerichtet sind und nicht allzu sehr nach hinten oder rückwärts gerichtet sind. Das heißt, Aufklärung und Bildung, da geht es dann aber nicht nur darum, dass bezüglich sexueller Identitäten aufgeklärt und gebildet wird, sondern auch bezüglich HIV und AIDS, weil da ja auch immer noch eine Stigmatisierung ganz stark einfach stattfindet. Mir geht es um Bildung in aller Breite. Mir geht es um fachliche Bildung und Ausbildung, also schulischer Bildung. Mir geht es auch um das Thema Lebensform. Mir geht es um das Thema HIV. Mir geht es einfach um das Thema eine grundlegende, bessere Allgemeinbildung dieser jungen, nachwachsenden Generation. Weil nur wenn diese Menschen auch nicht zu den Verlierern zählen in dieser Welt, sondern eine Chance haben, auch gewinnen zu können, werden wir mehr Stabilität und auch mehr Offenheit für andere Themen bekommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und nur dann werden sich auch Systeme verändern können. Zurzeit findet wieder die Berlinale statt, eines der größten Filmfestivals der Welt. Welchen Beitrag kann Kultur, können Filme, kann Musik, kann Literatur leisten im Kampf gegen Intoleranz und Ablehnung, sowohl in Deutschland als auch weltweit? Und welche Möglichkeiten bieten ein Festival wie die Berlinale oder der Teddy Award? Also gerade wir in Deutschland sind ja mit eines der besten Beispiele, dass Kultur in unserem Land ja eine lange Tradition und Geschichte hat. Nicht umsonst ist ja Deutschland das Land der Dichter und Denker. Und wir haben ein reichhaltiges kulturelle Historie, die auch natürlich dazu führt, dass wir es hier mit einer Bevölkerung und einer Gesellschaft zu tun haben, die sehr aufgeklärt ist und die auch vielseitig sich in diesem kulturellen Rahmen auch engagiert. So Veranstaltungen wie die Berlinale sind deswegen so wichtig, weil sie weltweiten Ruf genießen, weil es Berlin in den Mittelpunkt und auch Deutschland im Mittelpunkt von verschiedenen Veranstaltungen, auch Filmpremieren und entsprechend auch einen Werbecharakter hat und dementsprechend ja die Medien sehr aufmerksam verfolgen, was passiert denn da im Rahmen der Berlinale. Und die Berlinale ist ja ein guter Querschnitt. Hier kommen Menschen aller Nationalitäten, aller Hautfarben, verschiedener Religionen und bestimmt auch unterschiedlicher sexueller Orientierung zusammen. Und es geht nicht um das Fingerpointing, wer jetzt mit wem das Abendprogramm gestaltet, sondern es geht darum, wer hat den besten Film, was ist ein guter Film, was ist ein schlechter Film, was verbindet einen in der Bewertung
von dieser ganzen Vorführung. Und das ist auch etwas, wo man als gutes Beispiel nehmen kann, dass es nicht um diese ganzen intoleranten Themen gehen sollte, sondern immer wieder um die Sache gehen sollte, was Menschen zusammenbringt. Und da ist die Berlinale eine ganz besondere und auch, wie ich finde, für Deutschland und für Berlin wichtige Veranstaltung. Was den Teddy angeht, habe ich ja anfangs schon gesagt, alleine durch das Thema, die Fokussierung auf einen queeren Filmpreis mit internationalem Charakter, wo auch Menschen, Gruppen, Filmemacher aus anderen Ländern zu Wort kommen, auch ihre Filme präsentieren können, dann am Ende Filme prämiert werden, die ja nicht aus Deutschland kommen, die aus Deutschland kommen können oder aus jedem anderen Land der Welt kommen können, die auch vom Inhalt der Filme sehr stark möglicherweise auch auf diese ganzen Themen, anfangs gesagt, mit Intoleranz und auch Verfolgung und auch Ressentiments eingehen und diese Filme dann auch einem großen Publikum vorgestellt werden, Menschen diese Filme sich anschauen können, auch teilhaben können daran. Ich glaube, das ist eine absolut förderungswürdige Veranstaltung und deswegen auch was die, das gesamte Management rund um den Teddy Award angeht, kann man nur glücklich sein und auch sehr dankbar sein, dass es Menschen gibt, die sich dafür engagieren und die auch dafür Sorge tragen, dass es auch einen solchen Filmpreis gibt. Wir haben ja bereits über die Frage gesprochen, inwiefern jeder Einzelne sich einsetzen kann, was er tun kann. Abschließend meine Frage, was für konkrete Möglichkeiten gibt es denn und wie setzen Sie persönlich sich für eine offene und tolerante Gesellschaft ein? Also ich nenne Ihnen erstmal ein positives Beispiel. Auf der diesjährigen Festlichen Operngala der AIDS-Stiftung wurde ja der Pfarrer Stefan Hippler geehrt, der Hope Cape Town ja für AIDS-Waisen dort ein unglaubliches Projekt ins Leben gerufen hat, was auch mittlerweile auch in ganz Deutschland und auch europaweit, vielleicht sogar weltweit seinesgleichen sucht. Dafür wurde er ja prämiert für seine jahrelange Einsatz dort vor Ort. Ich hatte die Gelegenheit, dort in Kapstadt den Pfarrer auch mal kennenzulernen und ihm auch wirklich für sein Engagement zu danken und auch zum Ausdruck zu bringen, dass das absolut eine anerkennungsfähige Maßnahme ist, wie er sich dort einbringt. Nehmen Sie einfach mal das Beispiel als Einzelbeispiel für viele Dutzende, Hunderte Initiativen, die es ja in Deutschland gibt. Leider gibt es nicht genügend davon, aber es sind diese Beispiele, die wir immer wieder erwähnen müssen. Und deswegen ist es gut, dass auch zum Beispiel der Operngala auch solche einzelnen Aktivitäten und tollen Engagements auch gewürdigt werden und auch dementsprechend auch einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Man kann das ja mit Geld nicht aufwiegen, aber Sie können es mit Anerkennung und auch mit entsprechender Kommunikation aufwiegen. Das als Beispiel mal für ein Projekt. Mein persönliches Engagement ist, dass ich jetzt mittlerweile auch schon im dritten Jahr sehr gerne den Teddy Award unterstütze. Das ist mir ein persönliches Anliegen, nicht nur, weil ich die Menschen gut finde, die sich dafür engagieren, sondern weil ich generell den Teddy Award als absolut bedeutend und wichtig einschätze für diese Themen der Toleranz und auch der Aufklärung weltweit. Ich unterstütze mit einem persönlichen Einsatz ein HIV-Waisenheim ebenfalls in Südafrika, ein Hospiz über viele Jahre und ich unterstütze auch die Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Dort bin ich im Förderverein stellvertretender Vorstandsvorsitzender und unterstütze diese Arbeit und dann natürlich als Kurator die Festliche Operngala der AIDS-Stiftung, die mir auch sehr am Herzen liegt. Also ich glaube, das ist ein Engagement, was für mich selbst auch wichtig ist. Aber es geht hier ja nicht um mich als Person. Es geht nur darum, dass wenn jeder ein Stück weit einen Beitrag leistet, in unterschiedlichem Einsatz, der ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht mit persönlichem zeitlichen Einsatz, Menschen, die nicht so viel Zeit haben, vielleicht auch mit einem größeren finanziellen Einsatz. Wenn jeder Mensch aber etwas tut, dann wird unser Leben und unsere Welt ein Stück weit besser. Ich werde nicht müde, mich dafür auch einzusetzen und lade immer viele dazu ein. Macht einfach mit, es macht auch Spaß, weil auf der einen Seite erfolgreich sein ist eine Sache, aber ein Stück weit auch davon was zurückgeben und etwas an Beitrag leisten, an Verbesserung. Das ist ein emotionaler Mehrwert, der auch nicht zu unterschätzen ist. Herr Christ, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.